Hallo alle zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge Let's Play Rome 2 Total War. In der letzten Folge haben wir uns erfolgreich behaupten können gegen sämtliche arabische Nationen, haben uns hier ein bisschen expandieren können, haben uns neue Städte geholt, besitzen jetzt 48 und werden uns jetzt gleich die 49. holen. Legen wir mal los. Wir greifen mal Ammonion an. So müsste es ruhig ausgesprochen werden. Ja, das ist ziemlich eindeutig. Vor allem finde ich es cool, dass alle meine Helden hier Golderfahrung haben. Also da ist dieser Streiter, der macht sich schon bezahlt. So, gehen wir mal auf außerirdische Stellung. Und weg ist auch diese Stadt und gehört uns. Super. Besetzen bitte, mein Freund. Ein paar Schritte weiter hier rüber. Wir werden uns jetzt schon mal so in Richtung feindlicher Städte bewegen. Noch sind sie ja nicht feindlich. Aber wir bereiten uns schon vor. Denn Nabatea besteht nur aus zwei Regionen, die ich mir dann holen möchte. Sabotage. Brunnen vergiften. Nee. Was kannst du hier machen? Auch nur einen Brunnen vergiften. Ich möchte halt gerne Armee haben hier oben bei Tyros. Und die abziehen möchte ich auch nur ungern machen. Mir fällt gerade auf, das kann ich ja jetzt tun, weil ich jetzt hier die Armee habe. Wir wollten jetzt hier nochmal ein bisschen Artillerie rekrutieren. Dann bin ich glücklich. So. Dich bringen wir mal den Gewaltmarsch hier rüber. Damit wir schon bereitstehen für Tyros. Nächste Runde. Ich erwarte weitere Befehle. Was hat meine Armee in Sparta? Jetzt hier die feindliche Rebellenallianz zerschlagen soll. Also ich glaube, Infanterie hat sie jetzt genug. Wir haben sie jetzt 10 Einheiten, sollte reichen. Machen mal davon 4. Den nochmal. Also sind wir schon fast so weit. So. Wir waren noch hier unten, mussten weiter marschieren. Okay, die Garnison hier sollte sich eigentlich wehren können, oder? Immerhin, also, du hast jetzt hier 4 Einheiten, das ist ein Schiff. Eigentlich sollte es klappen. Jetzt will ich hier rein. Hier mal Schrein des Ares auf einmal periodische Obliken bekommen. Den bauen wir mal um hier. Jetzt ist zwischen Weiler. Kommandant! Ich erwarte eure Befehle. Wir hungern nach einer Schlacht. So, gucken wir mal. Sich hier also befindet. Wir wollen jetzt hier Stück für Stück weiter marschieren. Ich erwarte weitere Befehle. Schließlich möchte ich Kidria noch angreifen. Ach, genau, hier stehen sie. Gut, weiter geht's nicht. Das können wir nicht tun. Aber das können wir nächste Runde schon angreifen. Oh, und die können ihre Einheit nicht mehr unterhalten. Super. So, marschieren wir mit euch mal wieder hier rüber. Eine Armee der Zypern, mit der ich mich dann wahrscheinlich auch noch auseinandersetzen muss später mal. Gut. Ja. Gehen wir ein paar jetzt jede Provinz durch, ob die irgendwie eine Aktualisierung braucht. Ja, du brauchst hier was. Hier müssen wir einen Hafen bauen und hier müssen wir hellenistischen Weiler bauen. Hier bin ich zufrieden. Wie sieht es in Afrika aus? Hier müsste man eine Menge umbauen. Das machen wir jetzt hier mal Schritt für Schritt. Oh, Fischereihafen, das werden wir jetzt hier abreißen. Bauen wir jetzt mal um zu einer Herberge. Das ist zum Amphitheater. Das von Prinzip her in etwa dasselbe bleibt.
Musterungsfeld. Hier machen wir eine Modernisierungskaserne. Gut, so, dann machen wir das so. Okay, mehr Geld haben wir nicht, dann haben wir jetzt noch einen Anlass, die Runde zu beenden. Wobei, ich schicke noch einen Spion hier weiter. Ich will ein bisschen mehr über Mauretanien wissen. Ich die einschätzen kann und sowas. Brennende Völkatas, ihr könnt mich mal kreuzweise. Euch schnappen wir uns. So, das machen wir jetzt auch automatisch. Was sehen wir hier? Satilos, ein General. So, auch die Armee ist wieder weg. Oder besser gesagt, die ganze Flotte sogar. So. Wie viele Flotten können wir eigentlich besitzen? Wir können ganze 8 Flotten besitzen. Das ist ja eigentlich ordentlich. Gut, die Stürme des Nabia. Oh. Gut, da wissen wir jetzt immerhin, dass hier drüben sich was befindet. Eine römische Rebellion. Das sind 12 Einheiten. Grundisium hat eine gute Garnison, trotzdem werde ich hier noch Unterstützung schicken. Zu euren Diensten. Werde ich jetzt wohl hier gleich angreifen, oder? Naja, kann ich nicht mehr. Gut, werden wir mal die Runde beenden. Was passiert, wenn ich jetzt hier drauf drücke? Dann geht's wieder, okay. Gut, dann greifen wir hier an. Für Tod und Ehre! Vernichten wir die Rebellion. Weg sind sie. So. Rang erhöhen. Ach, hier hinten ist was gewachsen. Okay, verstehe. Antea, was kannst du bauen? Hast du ja schon was? Willst du mich verarschen oder wie? So. Hier bauen wir mal. Dich bauen wir mal aus hier und dann haben wir es schon. Was brauchst du hier? 5 brauchst du? Kommandant. So, du bist aufgestiegen. Was hast du denn bekommen? Kommst du, Kommandant? Ziel erreicht. So, und jetzt machen wir unsere Bogenschützen jetzt hier eigentlich vor Ort zu rekrutieren. Das kriegen wir nicht mehr hin. Wir machen eben Steinschleuderer. Geht genauso. Gut, dann wollen wir jetzt aber die Runde beenden. Schreiten wir voran ins nächste Jahr. Dann werden wir uns dem Krieg mit Nabatea widmen. Ich hoffe mal, die römischen Rebellen werden jetzt sich nicht Brundisium unter den Nagel hauen. Wäre nicht so schön, wenn Rom wieder erneut aufsteigen würde. Ach, noch eine kyrenaikische Armee. Ja, weg mit der. Erstaunlich, dass sie immer noch leben, ey. Also jetzt müssen gleich sämtliche Rebellen kommen. Oh, noch nicht. Kidri. Kidri greifen wir gleich an. Peter. Ihr kommt wieder. Machen wir eine defensive Haltung. Mal sehen, wer jetzt alles gestorben ist und wer nicht. Ja, der General natürlich nicht. Trotzdem ist er jetzt weg. Da hat man den wohl gefangen genommen. Mission erfolgreich. 35.000. Beherrscht 10 Provinz. Oh, ey. Abgeschlossene Bonusziel 3 von 5. Wir werfen 20 verschiedene Fraktionen, indem ihr sie zum Klientenkönigtum macht oder. Okay. Haben wir schon so viele vernichtet? Wenig wie die Wiki, ich kam, ich sah, ich siegte, das ist mein nächstes Ziel. Wir haben schon 16 Fraktionen unterworfen und zum Klientenkönigtum gemacht. Okay. Untergang Roms. Spartanisches Imperium, müsste ich noch Ägyptus besitzen. Östliche Kriege. Nachfolgerkonflikt. Ups. Alles bei Zeiten, erstmal mit Nabatea hier klarkommen. Okay, Rebellion bevorstehend. In Syria. Du bist vollzählig, dann schick mich jetzt mal hier rüber.
so die Seleukiden hier ausrotten können. So, ja, wir haben jetzt natürlich wieder Schotter bis zum Abstinken. Ich möchte mal gucken, wie sieht es jetzt hier mit Rom aus? Oh, super, ihr kommt mir da ganz schön gelegen. Zu euren Diensten. An die Arbeit, ich glaube, das haben die mit Absicht gemacht. Kommandant, ich will stündliche Wachgänge. Bist du völlig bekloppt? Jetzt mal ehrlich. So, jetzt aber. Ich erwarte eure Befehle. Was können wir hier rekrutieren? Wir können die Kavallerie rekrutieren, die wir brauchen. Ich kann nichts rekrutieren. Nehmen wir den Söldner. Ist bis jetzt auch nicht schlimm. Unterscheidet sich hier nicht nur vom Preis, den wir machen müssten anfangs. Aber auch nur minimal. So, haben wir drei neue Söldner. Passt doch. Wunderbar. Okay, jetzt wird der Krieg gegen Navatea anscheinend geöffnet. Jo, wenn wir hier noch auf normalen Marsch gehen. Schaffst du zwar nicht, aber okay. Trotzdem bist du dann vor den Toren. Okay, hier oben werden wir auch gleich angreifen. Gut, dann würde ich sagen, eröffnen wir Nabatea jetzt den Krieg. Oh, 413, das ist schon eine Menge Geld. Eine flatternde Zunge, die ohne Weisheit spricht, ist... Ihr nehmt nicht an, was habt ihr? Ich grüße. Wie ist eurem Ruf? Okay, die sind sowieso teuflisch. Von denen kann man nichts erwarten. Armenien, die haben mittlerweile schon vergessen. Wie sieht mich eigentlich Pontus? Ist noch immer sehr freundlich. Okay. So, Armenien, bist du bereit für den Handel? Die wollen. Setzt euch, bitte. Und nehmt euch. Oh, die hätten jetzt sogar Handel genommen. Kopf zu kühlen, ehe wir witzige Worte austauschen. Ach, jetzt auf einmal? Aber nicht Angriffspakt wollen die bestimmt. Wir jetzt übrigens kündigen wollen, bevor wir ihnen den Krieg erklären. Im Namen meines Herrn heiße ich euch. Denn jetzt werden wir ihnen den Krieg erklären. So, so wird Krieg herrschen. Greifen wir Tyros an. Hängt. Gehört uns erstmal die Stadt hier. So. Machen wir mal die aggressive Stellung. Und besetzen. Jetzt haben wir die 50 Provinzen geschafft. Super. Oder müssten wir jetzt geschafft haben? Ja, 50 Provinzen, nicht auf 50 Regionen. So, Ägypten wächst auch langsam wieder, da ist auch ein Krieg naheliegend. Niemand wird entkommen. Ui. Das ist mir gleich so als negativ hier anzählt, aber egal. Na gut. Bauen wir mal einen leichten Belagerungsturm, haben wir noch gar nicht gesehen. Und eine Schildkröte. Da warten wir ziemlich zwei Runden. Sie sollen vor uns niederkauern wie eingesperrt. Die Schlacht werde ich sowieso selber machen, weil es sich hierbei um Alexandria handelt. Und gegen die würde ich gerne kämpfen wollen. So, hier im Süden haben wir noch ein bisschen was. Ein Krieg. So. Rückt vor! Sofort! So, greifen wir an. Okay, die werden wir uns automatisch holen. Ist halt zu einfach gegen diese ganzen schwachen Völker mit Elite-Armeen. Wir kämpfen hier mit den Besten der Besten, was wir überhaupt haben können. So, werden wir sie mal besetzen.
Oh, dass wir bis nach hier unten expandieren konnten, ist schon heftig. Was haben wir jetzt hier für ein Problem? Eroberung, Instabilität der Provinz, Steuern, kulturelle Unterschiede, Gebäudeverarmung, Nahrung. Wie viel Verarmung? Ja, du gehst zur Verarmung. So. Dich so. Dich so und so. Oh, Marie ist aber ganz schön groß. Die Armee lassen wir erstmal noch hier. Das war auch was in der Nähe zu halten. Diplomatie, Kriegsziele bitte. Brauchen wir keine weiteren, okay. Oh, Quidri hat sich anscheinend jedoch schon bei Ägypten eingenistet, oder? Noch nicht ganz, aber es sieht sehr nah aus, als wäre es bald soweit. Ich erwarte eure Befehle. Sie sollen vor uns niederkauen, die eingesperrte Hunde. Wir haben hier drüben noch eine Flotte, die schicken wir jetzt auch mit dazu. Die Flotte meldet sich. Schlagt die Trommeln. Doppelte Geschwindigkeit bitte, dann werden wir nochmal vom Hafen aus belagern. Auch daraus ein richtig schöner Hafen, Landschlacht, ey, oh, das wird schön. So, mit den Etrusken habe ich ja kein weiteres Problem. So, wollen wir hier mal rüber. Ich weiß nicht, wie weit unsere Armee jetzt hier ist gegen die Römer, aber auch, ich glaube, die können bald loslegen. So, das Schiff flieht wieder. Natürlich ins hohe Meer hinaus, können sie ruhig machen. So. Und peng, hauen wir das auch mal wieder weg hier. Erstaunlicherweise wenig Verluste. Rang erhöht. Trotzdem ist die Flotte tot. Okay, so, die ist umstritten, diese Region. Zum Teil auch feindlich gesinnt. Die ist auch umstritten. Die ist hingegen neutral. Die ist geteilt wegen den hier oben. Aber den können wir mal reden. Wir hören uns eure Angebote gern an, aber wickelt sie nicht in... Okay. Puh, dann gehe ich jetzt nochmal alle Provinzen durch, die ich habe, ob ich irgendwas bauen kann. Hier können wir umbauen. Hier zum Gehöft. Das machen wir so, das so. Das müssen wir abreißen. Wir brauchen mal eine hellenistische Polis. Dorf. Hier nichts weiter. So, hier bauen wir mal den Verein des Hermes. Möchte jemand anderen haben. Also nicht, dass ich mir jetzt hier Gedanken machen würde, aber eigentlich läuft das so gut, dass ich mir da jetzt wenig Gedanken mache. Wie es hier alles aussehen muss. Okay, hier sieht's gut aus. Hier müsste sowieso noch alles passen. Syrien ist ja immer noch hier. Das nicht. Hier ist auch nichts weiter. Hier ist vielleicht was. Tyros. Definitiv Tyros. Und Dura immer noch. Niemand. Nein, das brauchen wir nicht. Wir brauchen hier nur Blitenkaserne, wenn. Gut, und aus dem hier reißen wir ab. Nein, dich doch nicht. Doch, dich auch. Genauso wie dich. Dann müssen wir dort was Neues bauen. So. Dann wollen wir mal die Runde beenden.
Mal gucken, wie wir uns da jetzt weiter verhalten, die nächsten Schlachten über. Vielleicht wäre es euch möglich, und ich frage mit dem höchsten Respekt, uns etwas Geld zukommen zu lassen. Gegenangebot. Nö, wir lehnen ab. Das ist mir nicht lukrativ. Die wollten 13.000 von mir haben. Das kriegen sie nicht. Das ist mir zu viel. Finanzspritze haben sie nicht verdient. Verzweiflungsakt. Cool. Schön, wie sie gegen meine Armee abstinken. Fällt gerade ein, ich habe vergessen, Rom zu vernichten. Naja, gut, das machen wir gleich nochmal. So, Kyrenaika müsste jetzt endlich das Zeitliche gesegnet haben. Hoffentlich nach dieser Flotte jetzt. Vielleicht graben sie noch irgendwo aus der See eine aus. Hätte sein können. Ja, jetzt war, glaube ich, Kyrenaika weg. Das ist gut. So, Masageten. Media. Labatea. Oh, die haben nichts gemacht. Quidri greift an. Okay. Dagegen kann ich nichts tun. Definitiv nicht. Aber ich kann Armee rüberschicken, alles wiederholen. Ja, gut. Da muss ich da auch nochmal hingehen wieder. Ich habe da ja gleich noch eine Armee. Oh, tot ist er. Schade. Okay, das ist aber eindeutig. Bürgerkavallerie, Herbern, Beginiere. Gut, damit kann man nicht weit kommen. So, muss ich meine Armee jetzt wieder abziehen, die ich gerade nach oben schicken wollte. Na gut. Die Römer greifen jetzt doch noch an. Okay, gegen das Siebenfache ihrer Stärke, da haben sie keine Chance. Auch das war wieder eine Verzweiflungstat. Tja, tut mir leid für dich. Die Brüder des Xenophon haben eine neue Tradition bekommen. Cool. Wir können uns hier Technologie erforschen. Ach, forschen wir jetzt einfach mal unseren Baum von hinten zu Ende. Da haben wir nämlich den ganzen Baum geschafft. Ich glaube, dafür gibt es Boni. So, wir haben die Provinz wieder verloren. Arabia Magna. Die holen wir uns mal gleich wieder. Herkules Chazar, da habe ich aber was falsch geschrieben. Machen wir gleich nochmal. Zack, und weg ist er. Schon gehört sie uns wieder. So, Herkules Chazar, da ist doch irgendwas falsch. Da habe ich irgendwas falsch reingeschrieben. So. Vor allem Schaus. Eigentlich auch ohne S. So ist richtig. Gut, als nächstes wollen wir mit dieser Armee hier runter marschieren nach Kemokutas. War das nicht so? Ja, das war so. Da kommen auch nichts so runter an, werden sie wieder zurückerobern. So. Memphis gehört jetzt uns. So. Jetzt müssen sie auch die Pyramiden gehören, oder? Zu euren Diensten. Gehören sie die Pyramiden? Nein, sie gehören sich dazu. Schade. So. Blockade wird aufgestellt. Oh, jetzt ist der Sieg aber ziemlich eindeutig. Na gut, dann würde ich sagen, führen wir jetzt mal die Schlacht doch selber. Jetzt schon. Ich möchte euch einfach mal zeigen, wie es aussieht. Ich möchte auch selber gerne wissen, wie Alexandria aussieht, deswegen machen wir jetzt mal die Schlacht, auch wenn es jetzt nicht notwendig wäre. Immer möchte ich mal sehen, wie Alexandria aussieht. Das sieht aber bis jetzt schon ziemlich cool aus. So eine Stadt haben wir halt noch nicht gesehen.
Vor allem gibt es selbst mit Schiffen landen nur zwei Durchgänge, wo wir durch könnten. Einmal hier und einmal hier. Das ist cool. Also die Stadt stelle ich mir cool vor. Da haben sich bestimmt Mühe gegeben für die Provinzhauptstadt. Aber mit der Garnison haben sie natürlich auch keine Chance gegen uns. Ja, lassen wir mal so. Gucken uns erstmal kurz die Stadt ein bisschen an. Sightseeing mit Cornelius Drake in Alexandria. Okay, wir könnten hier zum Beispiel ranfahren. Hier ginge noch. Hier. Es gibt nicht viel, wo man ranfahren kann. Aber einige kleine Punkte gibt es doch noch. Vor allem kann man in den Hafen reinfahren, die Artillerie hier sinnvoll benutzen. Das finde ich sehr gut. Und auch die Bogenschützen. Also die Hafenstadt gefällt mir. Die sieht richtig cool aus. Vor allem auch hier hinten haben wir nochmal. Das ist der Leuchtturm von Alexandria. Hier den Siegpunkt Leuchtturm. Dann haben wir noch einen anderen Siegpunkt hier drüben. Theater. Oh, das. Und die Szene, glaube ich, die Stelle hier. War das nicht die? Ich dachte, das war jetzt die Stelle, wo man in einem Video mal sehen konnte. Hier drüben ist eine Arena. Eine Arena. Okay, wir werden unsere Flotte hier einmarschieren. Müssen wir den Weg auch frei machen. Wir können von hier aus aufs Tor schießen, super. Brauchen wir die Artillerie. Pentern hier drüben. Eine Turmpentere mit Bogenschütz, wird auf beiden Seiten was haben. Ich werde die leichte Artillerie hier drüben hinstellen. So, die stellen wir hier hin. Die Überfallschiffe brauchen wir nicht. Aber die Hoplitenschiffe. So, ich stelle mal hier hin. So, jetzt aber. Nehmen wir euch mal hier. Wollen wir mal das Gefecht starten? So. Hier bringt es einem nicht viel drauf zu fahren, oder? Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Es geht so. Okay, gut. So. So, und ihr? Ihr könnt hier ran. Dich. Setz mal hier ran. Die Überfallschiffe schicken wir alle mal hier mit in den Hafen rein. Aber das wird genial. Das Problem ist bloß, dass jetzt hier nicht die... die unterstützt, also die Belagerungswaffen mit dabei haben, das ist jetzt nicht schlimm. Hätte ich vielleicht nicht mit der Infanterie angreifen dürfen. So, euch schicken wir hier rüber. Euch halten wir hier bereit. Oh ne, wisst ihr was? Wir schießen euch einen Weg frei. So, das müsst ihr ausschalten. Du musst da rein. So, ah, das sieht aber schon cool aus. Schade, dass die große Armee nicht mehr drin ist. Warum zieht die KI auch aus? Ja, die Artillerie feuert jetzt hier auch nicht drauf. Oh, sie war getroffen. Cool. Finde ich cool, dass ich jetzt auch hier rein kann. Wer geht an Land? Hä? Ihr geht nicht an Land. Ihr geht jetzt hier rüber.
und beschießt alles, was euch entgegenkommt. So. Geht's hier rüber und holt euch den Kommandoposten hier. So. Das Tor dürfte auch nicht mehr ewig brauchen. So. Die Türme hier hinten zieht ihn mal kaputt. So, die Turmpentiere schicken wir hier rüber. Euch schicken wir hier hin. Und auch ihr kommt jetzt hier wieder hin. Oh, und ich sehe schon. Es geht schon direkt los. Wie viel ist noch vom Tor übrig? Ja, 47. Also müssen wir uns erstmal dort durchprügeln. Dann feuert den mal schön Rücken hier. So, ich finde es natürlich cool, dass man auch in die Stadt jetzt reinfahren kann hier. Hat natürlich was. So. Auch du ist jetzt an Land, cool. Würde ich dir jetzt hier nochmal ein bisschen motivieren von der Marine. Unsere Feinde haben einen Turm eingenommen. Naja. Gut, ist jetzt hier nicht so dramatisch. Wir sollten gleich hier durch können. Wisst ihr was, ich schicke die Kavallerie nach vorne. Ich werde dann reinreiten erstmal. So, du kommst hier mit dazu. Oh ja, das ist schon cool. Unsere Feinde haben einen Turm eingenommen. Ja, ich weiß, ich hab's herausgehört. Jetzt macht man endlich das Tor kaputt. Unser General wird angegriffen. Mensch, ich weiß, dass er angegriffen wird. Ich habe ihm auch den Befehl gegeben. Unsere Geschosse erwarten eure Befehle. Befehl. Verstanden. Können sie eigentlich hier an Land gehen? Nee, können sie nicht. Aber wir können euch ja hier trotzdem hinstellen. Um euch den Feind beschießen zu lassen. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Oh. Nicht gut. Gar nicht gut, aber jetzt kämpfen wir auch abschüssig, das ist nicht schön. Kriegsschrei ist jetzt bei der hier aus. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Sehr schön. Ja, ihr habt es endlich geschafft. Super. Und rein mit euch. Die schicken wir jetzt hier sofort hin. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Wir müssen jetzt schnell hier rüber. Du gehst immer hier hin. Dann haben wir auch hier den Posten. Sieht nicht gut aus. Auch für den General nicht. Jetzt kommt er auch wieder rein hier. So, die Piken dürfen jetzt auch alle reinrennen hier. So. Unsere Feinde haben einen Turm eingenommen. Wir erwarten eure Befehle. So, und auch du greifst hier mit an, also die Stammeskrieger wenigstens weg. Okay, die Artilleriegeschiffe bräuchten wir woanders wieder. Wie sieht's hier aus? Das Pakt ist sogar noch cool. Naja, doch noch ein bisschen packend geworden, an der einen Stelle. Finde ich gut so. Die Hand ist weg. Schicken wir jetzt mal rüber hier hin. Und ihr kommt jetzt hier zum Support dazu.
Ich stehe nochmal schnell. Schneller Reiter zu euren Diensten. War zwar ein knappes Ding, aber trotzdem noch geschafft. War aber, also an sich sieht die Stadt geil aus. Ich muss sagen, mir gefällt es richtig, dass man in die Stadt reinfahren kann. Das hat schon was Besonderes. Das macht die Stadt wesentlich schöner. Und also, das fand ich wirklich schön. Ich gucke gerade so auf die Uhr und ich bin der Meinung, wir haben mal wieder die Partlänge erreicht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Auch die Sightseeing-Tour durch Alexandria. War eine schöne Stadt, fand ich persönlich. Bis jetzt muss ich aber sagen, fand ich am schönsten Athen. Die war mir irgendwie von Anfang an sympathisch, die Stadt. Ja, war eigentlich so eine ganz nette Stadt. War ziemlich freundlich zu mir. So, nein, aber ich muss sagen, die sah wesentlich eindrucksvoller aus als Rom zum Beispiel. Von Rom bin ich enttäuscht. Die ist zwar schön groß, aber enttäuschend ist es trotzdem. Karthago kann man, glaube ich, gar nicht so richtig beurteilen, weil wir dort halt nicht die Nation Karthago drin gehabt hatten. Ich glaube, deswegen sieht die Stadt ein bisschen anders aus. Und Alexandria war bis jetzt auch eins dieser Highlights. Mal sehen, was uns noch erwartet. Mal sehen. Bevölkerungsüberschuss. Galatia et Cappadocia. Ja, übersetzen bitte. So. Wir könnten noch ein bisschen warten, dann machen wir hier was Neues. Bithynia et Pontus. Machen wir mal hier das wieder weiter. Und dann bauen wir jetzt mal hier. Ja, das haben wir schon alles hier. Bauen wir einfach mal Randgebiete und hier draus bauen wir mal eine Herberge. So, Nabatea müsste jetzt vernichtet sein. 18 haben wir schon vernichtet. Uiuiui. Gleich sind es 19. 19 vernichtet. Nation vernichtet, ey. Boah. Das ist heftig. So, der Krieg mit Ägypten ist auch nicht mehr in allzu weiter Ferne. Na gut, in dem Sinne würde ich sagen, ich verabschiede mich jetzt wieder von euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.